Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir auf der PlayStation 4 und für PS Plus Mitglieder ist das Spiel hier, ihr habt es erkannt wahrscheinlich, Destiny 2 kostenlos. Ja, es ist Destiny 2 Forsaken und hier können wir uns jetzt unsere Klassen auswählen. Wir haben einmal den Titan. Titanen sind diszipliniert und stolz aggressiv in ihren Angriffen und ihrer Verteidigung, standhaft wie ein Fels in der Brandung. Der Jäger, der ziemlich geil aussieht, muss ich sagen. Ja, die agilen und wagemutigen Jäger sind blitzschnell auf den Beinen und noch schneller am Zug. Also so S-Bahn, Regionalbahn, da sind sie schnell drauf. So, dann haben wir noch zuletzt den Warlock. Ja, Warlocks verwandeln die Mysterien des Universums in Waffen, um sich selbst zu erhalten und ihre Feinde zu zermalen. Ja, vom Aussehen her würde ich den Jäger nehmen, aber da ich ja mehr so der magische Typ bin, nehmen wir den Warlock. So, Gesicht, Kopfmerkmal, Kriegsmerkmal. Okay, wir können tatsächlich... Oh je. Augenfarbe blau natürlich. Wir können nicht viel auswählen. Schade, kein Bart, nichts. Es ist eine bartlose Zeit. Müssen wir durch. Tja. Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Episches Intro. Das nenne ich mal eine Bedrohung. Okay, ich bin mal gespannt, wann wir im Spiel kommen.
Ja, scheinbar sind die Strahlenwerte so hoch, dass alle Barthaare und so weiter ausfallen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Zeit Leute Zeit haben, sich zu rasieren. Es geht weiter. Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es, flieg schneller. Und da waren wir jetzt. Jetzt sind wir im Spiel. Okay. Ohne Bart. Komme ich mit klar? Mit der Ladezeit allerdings nicht. Wie lange dauert's? Ah, gut. Oh. Los Okay. geht's. Wir müssen Zavala, Ikora und Kate finden. Ja, wir spielen in der First-Person-Ansicht. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Okay. Verteidige dein Zuhause. Ja, ich erinnere mich noch an Destiny 1. Das hatte ich auf der Xbox 360 früher mal. Da war das allerdings Third-Person-Ansicht. Ich meine, so macht es mehr Sinn, wenn es ein Schießspiel ist, aber. Kabale! Komisch. Die Kabale erobern Systeme, indem sie Planeten in die Luft jagen. Was sie wollen, muss hier sein, in der letzten Stadt. Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Okay, es ist sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Wirklich gut gemacht. Und die Steuerung geht auch klar. Hey, ihr zwei, eine Sekunde. Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Ja, ich hab's erkannt. Du bist der Coole mit den coolen Sprüchen. Alles klar. Darf ja nicht fehlen in so einem Spiel. Ah, ihr seid freundlich, okay? Hier drüben, Warlock. Meine Waffenkammer steht hier offen. Folge verdorbtem Pfad. Dadurch wirst du über den Hangar zur Piazza gelangen. Oh, eine Waffenkammer, das ist gut. Oh, Leute, euch geht's schlecht, ha? Alles klar? Ja, kotzt sich aus. Ist okay. Leute, ich helfe euch. Ich kümmere mich um diese Leute. Wenn die Kabale Krieg wollen, dann geben wir ihnen Krieg. Richtig. Hey, du bist aber groß, Junge. Oder ich bin einfach nur ein Zwerg. Man weiß es nicht.
Waffen. Automatikgewehr. Läuft. Sehr gut. Granaten laufen auch. Wow. Alles kaputt. Alles zerstört. Abkürzung nehmen? Ja. Na gut, war nicht eine großartige Abkürzung. Wir müssen ja hierher. Unglaublich, wir sind wirklich so klein. Ich dachte, wir hocken die ganze Zeit. Wo muss ich her? Hier? Nein. Hier? Guck mal, wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Was für ein riesiges Teil. Und da kriegen wir schon Besuch. Yeah.
nicht nur die Stadt an, schau dir den Reisenden an. Wer ist der Reisende? Das Raumschiff hier oder was? Oh Leute, das sieht schon geil aus, ja? Das muss man sagen. Das haben die richtig episch hingekriegt. Wahnsinn. Warum haben wir auf diesem Planeten noch einen Planet? Ist das der Mond und der ist hier runtergefallen, oder? Nein. Quatsch. Was laber ich? Das ist ein Planet, der sehr, sehr nah an unserem Planeten hier ist. Okay, das ist krass. Und wie groß soll bitteschön dieses Teil hier sein, was an dem Planeten dranhängt? Wow. Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. So. Doppel-X für höher und weiter springen. Gecheckt. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Das ist die Elite. Gnadenlos. Und Gerüchten zufolge sind sie unbesiegt. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber Zavala, sie greifen den Reisenden an. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. Wo bin ich jetzt? Das kann nicht richtig sein. Warte mal. Hier müssen wir, ja. Der Reisende. Was ist dieses Teil, das Sie an ihm befestigt haben? Okay, ist der Planet der Reisende? Wow, ich bin verwirrt. Oh, wir haben Online-Spieler. End of Time. Ist das die Piazza? Angriff! Da muss ich hin. Wow, das ist aber mal ein geiler Sprung. Hi, Jung. Alles klar. Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Shuttles sind da drüben. Eins von drei. Okay.
Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Raketen! Bleiben innerhalb des Schilds! Ein Hüter ist. Klar. Zavala, das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Mach ich. Wird gemacht, Commander. So, wer bist du denn? Machst hier alles sauber. Muss aber auch ordentlich machen. Da ist was. Da ist was. Ein musikalischer Roboter, der sauber macht. Tja, liebe Freunde, das ist... ja, ich gehe mal weiter weg. Das ist Destiny 2. Forsaken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So einen kleinen Einblick gegeben. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und das Ganze hier ein bisschen bewertet, kommentiert. Schreibt mir mal, ob ihr Bock habt, noch mehr davon zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Cap. Bis bald dann, ne? Und ciao.